Oh mein Gott, na da ging letztens aber ganz schön die Post ab. Wir haben im Schloss Hyrule rausgefunden, um wen es sich bei dieser falschen Stelle wirklich gehandelt hat. Und naja, wir haben dann auch noch herausgefunden, dass es noch einen weiteren Weisen gibt, nämlich Mineru, die Weise des Geistes, und ihren, ich sage es mal, Tempel haben wir im Untergrund letztens erfolgreich abgeschlossen. Jetzt verfügen wir auch über die Power von Mineru. Ne? Schwur von Mineru, Weise des Geistes, Zeichen des Paktes mit Mineru, der Weise des Geistes. Rufe damit das Konstrukt herbei, dem der Geist von Mineru innewohnt, oder entlasse es. Richtig nice. Und jetzt könnten wir theoretisch schon zum Finale, weil wir dafür, glaube ich, einfach nur mit ihr hier sprechen müssen. Aber das mache ich noch nicht. Nein, nein. Finale hat noch Zeit, Leute. Keine Sorge. Wir haben noch ganz viel zu tun. Wir haben noch richtig was zu tun in dem Spiel immer noch. Einen ganzen Haufen Quests und ich frage mich ganz ehrlich, wo bitte sind denn diese... Wo sind denn noch so viele Schreine, sag mal? Ich meine, wenn man sich jetzt bei mir die Karte anschaut, ich war ja schon an so vielen Orten. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich bei diesen sogenannten Irrschlössern, also wahrscheinlich ist hier hinten ein Schrein. Hier wird wahrscheinlich auch einer sein, weil das halt so ein besonderer Ort ist. Und ja, hier wahrscheinlich auch. In dem Bereich hier wird mich wundern, wenn hier gar nichts ist. Hier ist irgendwie so alles leer, so Peripherie von Firone. Also im Dschungel war ich ja noch nicht so viel unterwegs. Da werden sicher noch die ein oder anderen Schreine versteckt sein. Und bestimmt auch noch auf den Himmelsinseln wird wahrscheinlich der ein oder andere Schrein auch noch auf uns warten, den wir noch nicht entdeckt haben. Aber ja, vielleicht gibt es auch wieder welche, die wir noch mit Quests freischalten. Wer weiß das schon so genau? Ich weiß jetzt nur, dass ich jetzt mal Bock habe, Kogas finstere Pläne zu vereiteln. In der verlassenen Zentrale mit dem Untergrund begegnete dir Koga, der Boss der Jägerbande, und ließ dich wissen, dass er plant, sich die Macht der Sonne anzueignen, um an deiner Seite seiner Großartigkeit die Welt zu vernichten. Als nächstes will er der Spur der Steinstatuen in die verlassene Gerudo-Mine folgen. Womöglich hat er auch mit Zellers Verschwinden zu tun. Naja, eigentlich ja nichts, aber das wird uns nicht aufhalten können. Deswegen würde ich sagen, ab geht's in den Untergrund. Auch wenn wir da letztens erst gewesen sind wegen Mineru, aber ich meine, alleine hier, es sind noch so viele Markierungen hier. Überall hier ist noch was. Wir haben sogar auf der letzten Himmelsinsel, haben wir sogar, glaube ich, zwei alte Karten gefunden. Hier hinten ist was. Da ist was. Hier und hier drüben. Und dann hier noch. Also, Mann! Da muss ich noch überall hin. So, hier ist die verlassene Gerudo-Mine. Und da scheint Koga jetzt zu sein. Also, ab zur Diener-Totschrosswurzel. Let's go! Ab geht's. Koga ist ein absolut peinlicher Stümper. Ja, das ist wohl wahr. Das kann ich so unterschreiben, ja. Ist er jetzt schon wieder? Ach so. Ah Mann, das Spiel muss uns noch sagen, yo, ey, du kannst ja jetzt eigentlich, ne? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Mineros Geist zu Hilfe rufen. Und an sich ist ja das schon irgendwie der coolste Begleiter, oder? Ich meine, weil ich kann hier aufsteigen und kann auf dem Ding einfach rumlaufen. Und man kann sogar noch Waffen oder Sonarbauteile mit dem fusionieren. Ist doch richtig geil. Und man kann natürlich auch über Miasma laufen. Aber muss jetzt gerade in dem Augenblick jetzt gerade nicht sein, ne? Jetzt im Moment muss es nicht sein. So, verlassene Gerudo-Mine, und ich glaube, Koga ist irgendwo hier in der Nähe. Da ist er doch. Guck mal. Da ist er doch. Ah, er versucht hier was zu aktivieren.
aber er kriegt's einfach nicht hin. So, genau, und ich habe übrigens letztens vergessen, ein Foto von dem zu machen. Weil der ist ja auch ein... Ich weiß nicht, kann man sagen, Koga ist sowas wie ein Secret Boss in dem Spiel? Ein bisschen auch schon, ne? Ein bisschen schon. So, hier haben wir noch einen Haufen Irrlichter. Ob der sich jetzt wieder irgendein Fahrzeug aus dem Arsch zieht und uns damit angreift? Hat er zumindest beim letzten Mal auch gemacht. Alter, über 1200 Irrlichter. Die werden wir bei Zeiten natürlich noch eintauschen. Wenn wir noch mehr Magierstatuen finden. Habe ich nämlich auch noch nicht alle entdeckt. Jetzt kann ich, wo die noch alles sein sollen. Ich safe kämpfe mir doch wieder hier gegen den. Ich meine, das ist ja schon hier so ein bisschen wie eine Arena. So. Die Mastership brauche ich für den Trottel ganz bestimmt nicht. So, Absturz. Hallo? Ich sagte Absturz. Man trifft den doch mal, du Idiot. Dankeschön. Ich wollte noch Stress machen. Ich hab gar keinen Bock. So. Warum ist denn eine Sprungfeder? Was soll ich denn damit? So, Koga, jetzt gibt's auf die Fresse. Ich glaube, das hat er sich auch einfach verdient, weil er ist und bleibt voll das Opfer. Er ist einfach ein Opfer seiner selbst. Na los, beweg dich! Das sollte doch mit der rechten Hand gehen. Aber egal wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hey, du da, versuch du mal dein Glück. Was? Das bist ja du, Link. Du konntest es also nicht lassen und bist mir gefolgt. Ich mach das genauso wie du, aber dieses blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich einfach reingelegt? Nee. Genug Zeit verschwende. Dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich werde kämpfen, dich besiegen und mir die Macht zurückholen. Mach dich bereit. Es geht wieder los. Oh, das ist aber ein schönes Flugzeug. Kann ich denn nicht trotzdem einfach... Ja, ganz genau. Wisst ihr was? Wenn schon Schmerzen, dann dreifach. Dann aber mit Schmackes. Boah, fies! Absturz. Hey, wegporten gilt nicht. Kann der da mal runterkommen? Mann, du Arsch! Komm jetzt! Wieso treffe ich den jetzt nicht? Komm runter! Hey, was ist das jetzt hier wieder für ein scheiß Kampf?
Komm her jetzt! Digga, kannst du das mal lassen? Ein richtiger Hurensohn. Ich will mir jetzt nichts bauen. Ich mach den so platt. Ja, wenn wir mal treffen würden, Link, ne? Wenn du nicht so ein Trottel wärst und mal treffen würdest, du Vollpfosten. Okay, das ist der größte Hurensohn-Kampf. Man trifft doch mal, du Nuttensohn. Er trifft ihn ja nicht mal. Oh, wozu habe ich Augen? Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Hör auf jetzt! Ey, was ist das für ein blöder Wichser? So! Komm jetzt, du blöder Wichser! Ich Koga! Was war denn das wieder für ein Scheißkampf? Hier sind wir viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug voll ins Auge. Bro, du trägst eine Maske. Wir wissen nicht mal, wie du aussiehst. Nur darum lasse ich dich nochmal davon kommen. Dieser Konstruktschrotthaufen kennt sowieso nicht. Egal. Planänderung. Die Operation Macht der Götter an mich reißen war ein Fehlschlag. Abgehakt. Ich bin nicht gewesen, diese Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt es nämlich noch was viel Unglaublicheres. Mächtige Sonar-Energiekristalle und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann eine uralte, furchtbare, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann es sich dann endlich seinen Wunsch erfüllen, das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon verlässlich so eine Kristalle gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu holen. Dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg. Ich überlasse ihn dir. So, jetzt verlasse ich dich in Richtung der verlassenen Ostmine. Auf in die Lüfte! Ey, der ist einfach unbelehrbar. Link. Danke, dass du die andere vertrieben hast. Da ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nicht anders, als eure Unterhaltung zuzuhören. Die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranel-Mine sein. Das ist extrem weit weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steinernen Statuen, die den Weg dorthin weisen. Man sollte vielleicht hinauf an die Oberfläche und sich dann in der Region im Osten in einen Abgrund begeben. Zum Glück weisen in zwei Abgründen der Region im Osten steinerne Statuen den Weg zur verlassenen Ranel-Mine. Und zwar ein Abgrund auf einem Hügel im Sumpf von Ranel und einer bei einem Dorf in den Bergen südlich davon. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst. Mein Artgenosse da drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich möchte dir gerne eine vermachen. So, und jetzt möchte ich erstmal wissen, was uns die Schatztruhe vermacht. Enormer Sonar-Energiekristall! Yeah! 100 normale Kristalle, geil. Damit gehen sich jetzt, glaube ich, wieder zwei Batterien aus, hm? Aber erstmal hier activaten. So. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Einst konnte man hier so viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir jetzt eben dieses neue Exemplar. Bauplansteinplatte. Geil. Für ein Landboot. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, die Bauautomatik zu testen. Ich hoffe, dass sie die von dir über... Ja, dass das von Nutzen sein wird, natürlich. Ganz bestimmt. So. Laufen wir doch mal so rum. Den Typ müssen wir auch noch aktivieren. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu verarbeiten. Ja, das wissen wir doch schon von anderen. So, Wiedersehen. So, ich hätte gerne das da. Alles. Gesamter Vorrat abgemacht. So, und hier
Tja. Habe ja nichts mehr. Aber passt schon. So. Das war das. Und Koga ist und bleibt ein Hurensohn. Aber das weiß er wahrscheinlich sogar selber. Was soll denn bitte jetzt ein Landbus sein? Soll man da langfahren oder wie? Lass mal kurz gucken. Automatik? Landboot. So, und bauen. So, dann fahre ich mal los. Ja. Super tolle Steuerung mal wieder. Warum steht hier diese scheiß Säule, ganz ehrlich? Welcher Pfosten hat das hier hingestellt? Fahr doch einfach mal geradeaus. So, was haben wir hier noch Schönes? Okay, nochmal ein großer Energy Crystal. So, let's go, habe ich gesagt. Fahr doch mal. Jetzt fahr doch mal. So, ist hier eigentlich, hier ist irgendwie gar nichts. Komm, hier muss doch irgendwo eine Lichtwurzel sein. Die wir noch nicht haben. Aua. Aua. Lass das. Was soll denn das? Wusste ich's doch. Da haben wir das gute Ding. So. Ich glaube, heute werden wir uns hauptsächlich im Untergrund aufhalten. Weil wir hier auch noch so viel zu tun haben. Die Igata Arak-Wurzel. Sehr schön. Aha, so hier fehlt aber so ein kleines bisschen. Fehlt hier noch. Da fehlt auch noch ein kleines Fleckchen. Könnte mir vorstellen, dass hier wahrscheinlich auch noch eine Lichtwurzel sein müsste, weil die wäre dann unterhalb vom Donnertempel. Naja, wie gesagt, die Map ist ja quasi die Oberwelt nur auf den Kopf gestellt. Deswegen ist das alles nochmal genauso groß. Ich meine, guckt euch das an. Das alles hier ist Untergrund und alles, was dunkel ist, da war ich noch nicht mal. Das ist doch vollkommen verrückt. Einfach nur richtig crazy. So, warte mal, können wir uns hier wieder irgendwas anderes zusammenbauen? So, Tulin habe ich als einzigen abgegradet bisher. Okay, für die kleinen Stinker brauche ich jetzt aber nicht so eine krasse Waffe. Da tut es auch, was anderes. Oh, oh shit! Wer ist er denn? Hm.
Oh, Alter, ich habe keine Donnerblumen mehr bald. So. Ach, ich hätte noch einen Scheinwerfer drauf machen sollen, aber das geht, glaube ich, auch so. So, guck mal, da hinten ist die Lichtwurzel. Da ganz hinten, da fliegen wir jetzt mal ganz bequem hin. Zu Fuß gehen ist doch was für Neandertaler. So, dann ist das hier schon mal falsch. Ich muss mir natürlich noch die extra Batterien wiederholen. Aber das ist jetzt schon fein, wenn man so lange fliegen kann. Wobei das Blöde ist ja, irgendwann wird das Ding trotzdem anfangen, sich aufzulösen. Weil das nicht ewig hält. So, bisschen tiefer, wir sind schon fast da. Wir sitzen zur Landebahn. Seht ihr, wie das blinkt? Seht ihr, wie das blinkt? Wenn das so gut blinkt, dann ist das fast schon hinüber. So, die Gina-Torschrimmwurzel. Mhm. Sehr schön. Wenn das irgendwann anfängt, grün zu blinken, dann ist es kurz davor, sich aufzulösen. So, warte mal. Warum fällt jetzt hier so ein... Okay, hier ist hier keine Lichtwurzel mehr, aber hier, irgendwie fehlt hier so ein kleiner Fleck. Ist dann hier noch was? Und eigentlich müssten wir schon die komplette Karte ausmalen können. Wieder ganz viele Irrlichter. Ja, ist dort hinten. Habe ich recht gehabt. So, warte mal, das mal kurz löschen. Stattdessen... na. Dahin. So, da müssen wir jetzt hin. Da ist noch eine Lichtwurzel.
Habe ich nicht irgendwas zum schneller Rennen hier? Sportmedizin. Ja, komm, Sportmedizin Level 2. Trinken. So, Prost. Let's go! Warum kann das nicht die Standard-Renngeschwindigkeit von links sein? Hm? Das wäre so viel angenehmer. Oh, sollen wir uns jetzt hier nochmal was bauen? Nochmal dasselbe? Automatik? So. So, bauen. So, warte mal, diesmal klebe ich da noch. Ich habe ganz viele von diesen. Ja, ich habe 70 Scheinwerfer. Was ist das denn? 70 Scheinwerfer. Bisschen Licht vorne dran machen. So. Gut, dann. Na, nicht, dass wir da in den Baum reinkrachen. Vielleicht ein. Stückchen mehr, wir müssen eigentlich mehr in die Richtung. Wir müssen ja mehr in die Richtung da drüben. So, Achtung. Let's go! Take off! Ready for take off! Oh, Vorsicht! Gerudo dunkle Fossil, what? Für Dunkelfossil. Ach so, das da hinten. Ah, Wüstenarena. Mayday, Mayday, Mayday. Ich hasse dieses Drecksgame. Dann flieg halt so. Wozu baue ich mir immer so eine Scheiße? Ich habe Hurensohn hat das schon wieder eine Wand hingestellt. So, ich wollte doch nur zur Kasari-Wurzel, Leute. Die Kasari-Wurzel. Mensch. Jetzt haben wir das endlich mal alles aufgedeckt. Die Batterien kann man sich auf der Anfangsinsel holen. Die Zusatzbatterien, die gibt es hier. Hier in der Mitte. Da ist sogar ein eigenes Symbol, ne? Batteriemaschine. Hier beim Nachyo-Yaha-Schrein. Ziemlich am Anfang vom Spiel. Da ist so ein Konstrukt, das spricht man an und da gibt es für die ganzen Sona-Energiekristalle gibt es Zusatzbatterien. So, Gerudo Arena klingt ja schon so, als würde man hier was gewinnen können, hä? Aber wo ist jetzt hier der Eingang? Ich bin irgendwie. Hä, wo ist denn hier der Eingang? Ich bin oben drauf, aber irgendwie. Kommt man denn hier normalerweise rein? Arschen? Wo ist der Eingang? Leute, wo ist der Eingang? Ich sehe den verdammten Eingang nicht. Nee, hier auch nicht. Wo geht's denn hier rein? Hier? Nee. Das ist einfach nur eine Wand. Bro, hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Wüstenarena. Ja, dann, let me in. Let me in. Lass mich doch einfach rein. Wo ist denn der verdammte Eingang? Ist das jetzt hier? Ah, hier ist der Eingang. Na, also.
So, jetzt bin ich nur gespannt, wer oder was wird mich hier angreifen. Auf jeden Fall werden wir maximale Angriffspower machen. Und vorher vielleicht nochmal kurz was essen. Wie wär's mit einem Maxi-Pilz-Spieß? Genau. Lecker Schmecker. Und dann vielleicht vorher noch speichern. Kann auch nicht schaden. So. Mal schauen, wer oder was sich die Ehre gibt, wer uns hier nach dem Leben trachtet. Denn jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aha. Oh, die sind ja schon tot. Das sind ja nur ein paar blöde Horrorblins, die nichts können. So, Klappe. So, hier, fürs Blitze. Ein Trottel. So, kommen hier nur Horrorblins? Schwarze Horrorblin. Bam, Headshot. Und Headshot. So, fürs Blitze. Oder auch nicht. Als ob ich das jetzt nicht getroffen habe. Na dann halt. So. Meine Farodra-Lanze. Oh, was? Ey, wenn ich die berühre, verliere ich meine Extraherzen. Ist ja auch scheiße. Richtig Betrug. Ist das scheiße? Ich darf die nicht mal berühren. Das ist richtig asozial. Wenn ich die nur einmal berühre, ist das, als wäre ich in Miasma getreten und alle meine Zusatzherzen sind weg. Das ist richtig fies. Das ist ja einfach nur Schmutz. Das bringt einem irgendwie dann nicht mal was. Frech. Zack, 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 zack. Zack, guckt den euch an. Das ist ja richtig gemein. Oh, jetzt kommen alle hier auf einmal. Sind das die letzten Gegner? Sind das schon alle? Das ist ja so gemein. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Weil das alles Luschen sind. Weil das alles richtige Luschen sind, die nichts können. So. Ich dachte, hier gibt es eine Challenge, aber das war ja nicht der Rede wert. Weil wenn ich mit Phantom Gunnern fertig werde, dann ja wohl auch mit sowas. Mit ein paar Horrorblins. Ist ja Peanuts. Ich glaube, die einzigen Gegner, die wirklich noch gefährlich sein können, sind Leunen. Aber scheinbar sind die nicht hier. So, was bekommen wir denn hier Schönes? Ausgerechnet die Schickmaske, die habe ich doch schon! Shit! Die habe ich halt schon über das Schick Amiibo bekommen, schon vor... Boah! Schon ziemlich am Anfang, als ich mal das Game gestartet habe. Das ist schon sehr, sehr früh. Das ist halt richtig asozial. Also du darfst diese Miasma-Gegner nicht mal berühren, weil schon alle deine Zusatzherzen weg sind, wenn du die nur streifst. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig assi. So, das ist mega fies. Ich dachte, das zählt nur, wenn man von einem Angriff von denen getroffen wird. Aber wenn ich die selber angreife und sie dabei berühre, dann zählt das auch? Also das ist schon gemein. Das ist richtig asozial. So, Gerudo-Dunkelfossil. Das ist einfach nur richtig Schmutz. Nee, oder? Nee. Was machen die denn jetzt hier? Die willst mich wirklich verarschen, oder?
Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Hier unten auch? Fass mich ja nicht an. So, na warte. Master Schwert Action. Phantom Gen. Da ist er wieder. Und er hat wieder die Lanze. Komm, ich hau einfach drauf. Gegen das Master Schwert kann er halt absolut nichts machen. Da kann er nichts machen. Siehste? Richtige Flasche. So. Danke für deine Miasma-Lanze und die Finsterklumpen und den Bogen des Dämonenkönigs. Wisst ihr noch, wie mir der unterhalb des Dekobombs den Arsch aufgerissen hat, weil ich da überhaupt nicht vorbereitet war auf den und weil ich das Master-Schwert da noch nicht gehabt habe? Das war richtig krank. Das war richtig übel. Der hat mich einfach zerfetzt. Also der hat mich wirklich so zur Schnecke gemacht. Da musste ich einfach flüchten. Da hatte ich noch keine Chance. Aber gut, da hatte ich deutlich weniger Herzen und ich hatte auch nicht so krasse Ausrüstung und Waffen. Ist ja eh klar. So, das heißt, wir haben den ganzen Bereich bis auf den Fleck hier, haben wir eigentlich hier so im Südwesten eigentlich jetzt schon mal komplett aufgedeckt. Aber wie zur Hölle komme ich denn da hin? Das muss irgendwo hier sein, hä? Dalit Wald, gibt es hier wirklich so ein Loch? Genau da, wo das Kreuz ist? Egal, wir müssen mal kurz an die Oberfläche. Ah.